Heuschrecken am Spieß, Grillen in Olivenöl und ein Mehlwurmpesto. In diesem Kochkurs lernt man, Insekten richtig zuzubereiten und sie zu genießen. Denn die krabbeligen Köstlichkeiten schmecken besser, als man vielleicht glauben mag. Warum graust uns Mitteleuropäern eigentlich vor Insekten auf dem Teller? Fragen wir Christoph Thomann, der Veranstalter des Kurses. Gehege ist hausgemacht, das ist einfach eine traditionelle Geschichte. Wir essen nicht, was uns schmeckt, sondern uns schmeckt, was wir essen. Das heißt, das kommt eigentlich von der Erziehung sehr viel traditionell einfach, dass der Europäer nicht gewohnt ist, Insekten zu essen. Nein, das ist ganz normal. Mit auch vor einigen Jahren sehr viel gekriegt vor Insekten. Die Teilnehmerinnen des Kochkurses haben ihren Ekel jedenfalls an der Türschwelle abgegeben. Sie spießen Heuschrecken auf Holzstäbchen auf. Oder knabbern an frittierten Grillen, als wären diese Hühnerfleisch. Da Insekten einen anderen Körperbau haben als andere Tiere, müssen sie auch etwas anders zubereitet werden, sagt der Kursleiter Stefan Trautsch. Insekten haben einen anderen Körperaufbau, enthalten weniger Wasser. Das Protein ist stärker an den Chitinpanzer gebunden. Das heißt, es macht einfach einen Unterschied, in welcher Form ich sie erhitze, wie lange ich sie erhitzen kann, wie stark. Der restliche Speiseplan klingt, als käme er aus einem exotischen Film. Gebratene Buffalo-Würmer auf Melanzani. Grillenmehl-Falafelleibchen. Wüstenheuschrecken auf Jokulis. Für Veranstalter Christoph Thomann ist sein Kochkurs aber mehr als eine Mutprobe. Er sieht in den kleinen Tieren die Zukunft der Ernährung, weil sie nachhaltiger gezüchtet werden können als das herkömmliche Fleisch. Momentan sind die Herausforderung sicher den Europäern mal auf das Thema Insektenessen heranzubringen. Das heißt, hier einfach Aufklärungsarbeit zu machen. Langfristig wollen wir dahin gehen, dass wir den Leuten klar machen wollen, Insekten sind eine Alternative, mit der wir mit der Zukunft einfach nicht mehr wegkommen können. Das heißt, einfach das Selbstverständliche hier auch zu kommunizieren. Das fertige Insektenmenü eignet sich nicht nur hervorragend zum Verzehr, sondern eben auch als Fotomotiv. Guten Appetit!